Welcome to the BattleTech Podcast. Hallo und willkommen zur neuen Ausgabe vom BattlePod. Heute wieder mit dem wunderbaren Hoshi. Hallöle. Und dem genauso wunderbaren Olli. Hallo. Hallo, servus. So, es ist viel passiert in der Welt. Wir haben gesagt, wir fangen jetzt mal mit Feedback an, gleich bevor wir einsteigen in die Welt vom BattleTech. Fangen wir mal mit dem ersten an. Hoshi wurde ihm wurde die gelbe Karte gezeigt, weil du junge Leute so über einen Kamm geschert hast. Ja, das ist natürlich klar. Man sollte nicht komplett verallgemeinern. Das ist logisch. Also es gibt immer Leute, die sich für was interessieren und auch dran festhalten. Aber man möchte ja Spiele quasi auch zumindest einen repräsentativen Anteil von Leuten heranziehen. Und nicht umsonst wer Variety liest, Filme sieht, hat Variety jetzt bekannt gegeben, dass Hollywood-Studios drüber nachdenken, kürzere Filme zu machen und im Streaming es immer mehr dazu hingeht, dass Episoden gedreht werden, die nur noch 10 oder 15 Minuten lang sind. Dann kommt man drauf, ja, irgendwas muss dahinter sein, dass die Aufmerksamkeitsspanne durch diese ganzen neuen Medien etwas nachlässt bei der Jugend. Aber das ist natürlich nicht gesagt, dass es nicht trotzdem Leute sich finden lassen, die da was machen wollen, aber die muss man halt auch entsprechend finden und ansprechen mit dem Produkt, das man bietet. Ich denke auch. Also grundsätzlich der Trend steht schon dahin, wenn man sich anguckt, wie kurzgeschnitten mittlerweile vieles ist. Also das ist mir zu kurz und auch zu actionreich, und das ist halt nicht genetisch bei den jungen Leuten. Die werden ja dahin auch erzogen durch das, was sie in jungen Jahren an Serien und an Spielen vorgesetzt bekommen. Von daher, die tragen nicht die Schuld daran, sie sind ja nur sozusagen die Leidtragenden darunter in gewisser Weise. Und BattleTech ist einfach mal ein Spiel aus den 1980ern, und das ist halt schon 30, 40 Jahre her, ne? Ja. Und vielleicht sind ja wir Älteren auch ein großes Teil schuld dran, wenn wir Kinder nicht andere Erziehung zukommen lassen, sodass sie das vielleicht abfedern könnten. Ja, das denke ich auch. Da habe ich übrigens neulich einen interessanten Artikel darüber gelesen. Die Schuld an der Situation tragen definitiv nicht die Jugendlichen, sondern die jetzige Elterngeneration. Also von daher alles gut. Nein, ist es nicht, aber ja, es ist nicht so einseitig, wie das vielleicht so rübergekommen ist letztes Mal. Ja, man muss ja auch viel Zeit für BattleTech mitbringen. Wenn ich mir daran erinnere, wie ich damals dazu gekommen bin, er sagte, wir wollen BattleTech spielen, und ich sagte, du musst dir gleich viel Zeit nehmen. Wir fangen Freitag früh an oder Freitagmittag an und spielen bis Sonntagabend durch, und dann ist es unklar, ob wir das Gefecht überhaupt geschafft haben oder ob wir das nächste Jahr weiterspielen müssen. So von BattleTech ist dann auch kann sehr langatmig sein, wenn man ein bisschen größer spielt. Ja. Außer mit Alpha Strike. So, und dann wurde noch erwähnt, dass Rocket Beans ein Begriff ist. Ja, ist uns. Wir wissen, da gibt es viele Sachen, die machen auch Rollenspielsachen. Falls ihr darüber mal was hören möchtet, jetzt kommt hier schamlose Eigenwerbung auf meinem normalen Podcast über den dicken Preußen, habe ich auch mit Jens Ulrich und Ralf Sandfuchs mal unter anderem über Rocket Beans und neue YouTube-Verbreitungsmöglichkeiten gesprochen. Hört es euch mal an. So, jetzt kommt Olli. Frauen gewinnen nur mit Ausschnitt. Das habe ich so nicht gesagt. Ich habe das so nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass unter den BattleTech-Spielern es sehr wenige Frauen gibt. Und ich es häufig erlebt habe, dass Frauen wirklich als Accessoire mitgenommen wurden, die dann mal würfeln durften, aber wenig Entscheidungen an der Platte getroffen haben. Das meistens waren es dann die Freundinnen von irgendwelchen Spielern.
Und in ausgewählten Fällen waren die Frauen auch dazu da, um die gegnerische Mannschaft abzulenken durch ihre weiblichen Attribute. Das habe ich definitiv so erlebt und es wurde mir von der Gegenseite nach dem Spiel sogar auch bestätigt. Also das ist kein Gerücht. Aber grundsätzlich trotzdem, auch diese Frauen sind eine absolute Minderheit, weil ich glaube, wenn auf 100 Battletech-Spieler eine Frau kommt, ist das schon viel. Das kann sein, ja. Wenn es nicht sogar noch mehr sind. So oder noch weniger Frauen oder mehr Spieler auf eine Frau, so meinst du, ne? Ja, kommt auf gleich heraus. Ich finde es schade, weil ich finde es ein total spannendes Spielsystem. Aber ich habe überhaupt Tabletop ist eher nicht so die Frauendomäne, wobei Rollenspiel ja schon auch eher so ein Frauending ist. Da hat die Gaming-Szene ja sich doch auch gewandelt von dem klassischen, keine Ahnung, 14-jährigen pickligen Nerd Anfang der 80er, der Dungeons and Dragons spielt und mit seinen Kumpels halt nur im Keller sitzt, hat sich das ja auch schon geändert. Also ich habe mit vielen Frauen inzwischen Pen and Paper Rollenspiel gespielt und das fand ich immer sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Und das ist eine tolle Erfahrung, kann ich nur jedem empfehlen. Ja, also ich war der einzige Mann in meiner Paranoia-Gruppe. Hey, sehr gut. Hallo, hier ist der Future Dennis. Und zwar, unsere Aufnahme ist leider abgeschmiert, wir konnten nicht mehr weiter aufnehmen, haben dann das leider auch nicht mehr hinbekommen, sind jetzt auf eine andere Software gewechselt und dann haben wir einige Tage später oder ich glaube 2 Wochen später dann den inhaltlichen Teil aufgenommen. Der kommt jetzt. Viel Spaß. Ciao. Hallo und willkommen zur Folge nach unserem Feedback, das wir besprochen haben. Das ging ja leider etwas uns verloren das letzte Mal, aber wir machen jetzt frisch weiter mit der Clan-Invasion und wir fangen mit dem Prelude an. Hoshi, Olli. Genau. Ja, wie wir eigentlich ja schon in der Clan-Folge etwas besprochen haben, gibt es in den Clans eben so die Crusader und die Wardens. Und Crusader sind eben dafür, man muss eine Invasion der inneren Sphäre machen und ja quasi die Star League im Abbild der Clans wiederherstellen. Und die Wardens sind eher so, man muss die innere Sphäre behüten und ja, muss die mal intern machen lassen. Also man muss auch sagen, also für die jetzt das Englische nicht so mächtig sind. Crusader sind halt die Kreuzritter, ne, das heilige Land, also die innere Sphäre wieder befrieden und die Warden sind die Bewahrer. Genau. In der deutschen Übersetzung auch. Und als die Zeit quasi voranschreitet und die Clans halt mächtig am Aufbauen und sich gegenseitig am Konsolidieren sind, aber auch immer ihr Kriegertum fördern, ja, ist zum einen der Wunsch, da einen großen Krieg zu führen, immer größer bei einigen Clans, ja. Und weil sie halt sehen, dass andere Clans mehr abbekommen, ja, auf den Clanwelten. Und das zweite ist halt, dass man so Terra und die innere Sphäre so als richtiges Paradies darstellt. Ja. Also die Clanwelten sind ja eher hart und stark, man muss stark im Nehmen sein, um dort zu wohnen, so nach dem Motto, ja. Und die innere Sphäre wird halt dargestellt, da fließt Milch und Honig und so, also das ist so die Paradieswelt quasi. Ja, vor allem in dem böse Dämonenhausen, die den Garten Eden verwüsten und ausnutzen und deswegen muss man den Garten natürlich vor diesen Dämonen bewahren, also ja, muss man so Kreuzritter werden, glaube ich, oder so. Genau, Gott will es und Jerusalem muss befreit werden. So sieht's aus. Na, aber ich find's wieder ganz interessant, weil das gerade am Ende des goldenen Zeitalters der Clane, wo sich gerade so ein bisschen etabliert haben, ihre Gesellschaft am Beginn zu funktionieren oder funktioniert und sie Fortschritte erzählen, allen Leuten geht's gut und dann sorgt man dafür oder möchte gerne, dass es für alle schlechter wird. Natürlich sagt man es, jemand sagt, das soll für alle besser werden und wir bringen den Krieg und, aber das ist eine interessante Parallel, dass es immer wieder so ist, dass wenn es Gesellschaften zu gut geht, dass sie dann mit Krieg anfangen. Und das ist halt auch hier so. Genau. Ja. Das ist also im Prinzip das
das Credo, und es ist, kommt halt dann noch dazu, dass Clan Jahre-Falke mehr oder weniger an die Macht kommt, ja, weil sie ergreifen die Macht. Nee, sie ergreifen sie nicht unbedingt, aber sie manövrieren sich halt politisch in eine Lage, wo plötzlich halt ein Jahre-Falke zum Ilkhan, also zum Anführer aller Clans, gewählt wird. Zu der Zeit taucht dann auch noch ein Comstar Explorer-Sprungschiff quasi in den Clanwelten auf, ja, die nicht so richtig gewusst haben, wo sie da reinspringen. Ne? Und das Ganze führt dann halt dazu, so nach dem Motto, wir sind entdeckt, jetzt müssen wir zurückschlagen. Ja. Werden sie furchtbar nervös, und das ist so sozusagen der Zündfunke, der in diese doch durchaus fragile politische Lage gerät. Was ist denn mit dem Sprungschiff passiert? Also haben sie die einfach alle abgeschlachtet oder ist es wieder weggesprungen oder? Na, lustigerweise, die haben quasi die zuerst mal festgesetzt, mehr oder weniger, ja? Mhm. Und halt, was macht ihr da und so weiter, und haben die halt extrem verhört, ja, um alles aus denen rauszupressen. Und Comstar hat aber dann relativ flott entdeckt, naja, das ist ja eigentlich eine Gelegenheit, ja, weil wir wollen ja, dass die innere Sphäre noch mehr zersplittert wird. Wir helfen denen jetzt mal, ja, wir geben denen alle Informationen, die wir so haben. Ja, also nicht alle, aber alle, die dienlich sind, damit die da eine Invasion machen. Also Comstar hat da sofort dann noch ein Schiff entsandt und auch ihren Präzentor Martialum, Anastasius Focht, um da quasi die Kriegsgedanken noch weiter zu schüren. Hm. Wir haben in der vorigen Folge, sind wir auch drauf eingegangen. Ich glaube, wir müssen auch mal eine reine Comstar-Folge machen. Ja, aber Focht ist auf jeden Fall später. Also Focht ist ja erst während der Clan-Invasion spielt eine Rolle. Im Vorfeld ist das nur, dass der Comstar sozusagen, oder auch, dass halt gescoutet wird, was denn überhaupt mit den Kerensky und seiner Armada passiert ist. Mhm. Und im Endeffekt ist es halt so, dass dann auch die Clans, die ja jetzt ja wirklich keine Geheimdienste im Sinne haben, und die sind dann, was das angeht, so militärische Aufklärung, ja, aber Intelligence so auf so zivilen Sektor sammeln, da sind sie eher ein bisschen unterbelichtet, und deswegen gucken sie sich nur ganz am Rande die Peripherie an, und die Peripherie ist durch die Nachfolgekriege tatsächlich am stärksten betroffen. Und das kommt auch ganz gut in dem allerersten Grey Death Legion Buch raus, da ist es ja Trell oder Trell-Wahn, relativ am Rande der inneren Sphäre, noch nicht Peripherie, aber schon relativ am Rande, und die Peripherieplaneten werden da thematisiert, dass da es einfach nur noch ein Bruchteil, sag ich mal, von dem steht, was man damals aufgebaut hat in den ehemaligen Randkolonien sozusagen. Und wenn man das als Maßstab natürlich für die innere Sphäre nimmt, die ehemals blühenden Kolonien, und da stehen dann nur noch Ruinen und es sind Schatten ihrer selbst, dann kann man vielleicht auf den verkehrten Eindruck kommen oder den Eindruck gewinnen, der Innosphäre geht es total schlecht und die sind reif zum Pflücken. Genau, und dazu kommt ja auch noch, dass zu der Zeit ja schon auch die Wolf-Dragoner in der inneren Sphäre sind, die ja von den Clans als Kompromiss quasi entsendet worden sind, um mal zu schauen, wie schaut es denn aus in der inneren Sphäre. Also ja. Die hatten den Auftrag quasi als Mercenaries, also aufzutreten. Und bei jedem Haus quasi mal 4 Jahre zu schauen, was ist da so los, ne? Mhm. Und vor allem dann mit dem ganzen Konflikt bei Haus Marik, das haben wir in einer der inneren Sphäre-Folgen schon besprochen, ist es dann ja so, dass quasi die auch zurückgeschickt haben, ja, die sind zerstritten und total unehrbar, die schlachten unsere Leute ab und so weiter, ne? Also ja. Das übrigens, um es zeitlich einzuordnen, wir sprechen hier also einen Zeitraum jetzt von relativ knapp, so von wenigen Jahrzehnten, eigentlich so die Initiative zurückzukehren, so beginnt es um 2980 herum. Genau. Und 3004 brechen dann die Wolf-Dragoner oder Wolfs-Dragoons dann halt auf, um die Innersphäre dann militärisch und umfassend halt aufzuklären. Mhm. Und das ist auch in der Zeit, wo sie dann da sind, ist es dann auch gerade so die Phase, wo der dritte Nachfolgekrieg dann
sich seinem Ende nähert. Und der dritte Nachfolger, wir hatten es ja schon, war ja der längste von allen, mit jetzt auch vergleichsweise wenig Opfern, weil Nuklearwaffen und dergleichen, also ABC-Waffen, nicht mehr eingesetzt wurden. Das waren mehr so sehr langwierige Grenzkonflikte, die den technologischen Niedergang noch weiter befördert hat. Aber es war jetzt eher so ein langsamer Abstieg von einem aber vergleichsweise niedrigen Punkt. Sozusagen der genau. Tiefpunkt, das Mittelalter der inneren Sphäre. Und das haben die natürlich mitbekommen und immer wieder zurückberichtet quasi. Ist denn die Zeit, wo die Vokomstar eingetroffen ist bei den Clanste, zu der Zeit, als die Wolfstragoner noch Nachrichten geschickt haben, oder haben die da schon aufgehört, was zu schicken? Das war eigentlich relativ knapp, nachdem die Wolfstragoner gesagt haben, sie wollen da nichts mehr schicken. Ja? Also ich schau mal ganz kurz, warte mal, also die Clan-Invasion, das war dann etwas später, also die kommst da, ich guck gerade, es war irgendwann zwischen 3020 und 3048. Irgendwo. 3048 ist die Outbound Light, also so heißt Starship, über der Smoke Jaguar Heimatwelt Huntress. Ach, da steht's, genau, Outbound Light, da steht's. Ja. Und es ist auch fast 10 Jahre vorher oder so, 3039, ja, haben, glaube ich, die Wolfdragoner noch ein letztes Mal auch Nachschub quasi von den Clans angefordert, etc. Ich weiß jetzt nicht genau, dann um die Zeit war ja auch der quasi, sag ich mal, Selbstkrieg mit den Takashi Kurita von den Wolfdragonern, ne? Ja, das war ja genau, das war ja 3028 herum, genau, zu Beginn des vierten Nachfolgekrieges, Wölfe an der Grenze, wunderbar geschrieben. Und da merkt man ja auch schon den klaren Hintergrund heraus sozusagen. Also wenn man die Story kennt, dann merkt man, an welchen Stellen sie da ganz klar darauf Bezug nehmen. Und das fand ich auch damals im Storytelling von Phase sehr schön, dass sie diese Sachen schon im Hinterkopf hatten. Und so ein bisschen wie George Lucas, der, als er die Originaltrilogie geschrieben hat, sich schon auch ein Universum mit grobem Klonkrieg ausgedacht hat, der vorher war und wo er dann auch immer wieder referenziert hat. Das verdichtet das Universum, macht es vielschichtiger und damit dann am Ende des Tages auch glaubwürdiger. Und das war das dann genau das, wo sie quasi nochmal Reinforcements bekommen haben, aber auch relativ viel rekrutiert haben, schon aus der inneren Sphäre. Also sie haben relativ viel Wolfdragoner aus der inneren Sphäre rekrutiert. Ja. Und haben wir dann am Schluss vom Krieg auch Outreach quasi geschenkt bekommen vom Hansa Davion. Ja. Und das war so die Zeit, wo sie dann wirklich gesagt haben, puh, wenn das, was da so passiert, quasi diese Konsolidierung der inneren Sphäre und so, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber wenn jetzt die Clans kommen, dann haben die absolut null Chance. Ja. Ich muss übrigens noch mal kurz korrigieren. Also der letzte Bericht von den Wolfdragonern an die Clans oder an die Heimatwelten war 3019. Also nicht 39, sondern 19. Ja. Und danach haben sie zunehmend ihr eigenes Ding gemacht. Sie wurden aber auch immer mehr weiter durchsetzt durch Innersphäre-Krieger. Das kommt auch in Wölfe an der Grenze gut raus. Was natürlich bedingt war durch den Coup von Marek und den extremen Verlusten, den sie in den Liga-freien Welten dann verkraften mussten. Danach hatten sie einen sehr unlukrativen Vertrag unter Haus Steiner, die sie versucht haben, auch finanziell an sich zu knebeln und vielleicht dann langfristig zur Hauseinheit zu machen. Und dann sind sie ja aus diesem Grund dann zu Kurita gewechselt, unter den Versprechungen, dass sie wahre Krieger seien. Die wollten sie aber auch nochmal kennenlernen. Das waren sozusagen die letzten, die sie eigentlich aufklären mussten. Aber Haus Kurita ist ja dann nur noch, sag ich mal, zweite Handinformationen viel früher an die Clans gelangen. Also das heißt, so richtig Haus Kurita hätten die Claner zumindest nicht kennen dürfen und Steiner eigentlich auch nur oberflächlich, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Weil die Zeit, in der sie noch gesendet haben, das war die Zeit, wo sie bei Davian, Liao und dann Marek waren. Sie sind ja sozusagen im Uhrzeigersinn beginnend von Davian dann halt losgezogen und sind am Ende dann halt auch wieder bei Davian bzw. dem Federated Commonwealth gelandet. Genau. Und das Thema war halt dann, also der richtige Auslöser, wie schon gesagt, war eigentlich das Comstar-Schiff, ja. Khan Liu Showers war der Khan der Smoke Jaguars zu dem Zeitpunkt. Und der hat halt von den Comstar-Leuten, die er da verhört hat,
und vermutlich auch Voltort oder was auch immer. Und auch die Datenbanken des Jumpships haben es natürlich durchsucht etc. Haben es zwei wichtige Fakten rausgelesen, mehr oder weniger für sie. Das erste ist, durch den Zusammenschluss von Davion und Steiner und das Federated Commonwealth ist quasi die bedrohliche Lage, dass die selber die Starlink wieder aufstehen lassen, die innere Sphäre. Und sie haben auch rausbekommen, dass die Grey Death Legion den Helm Memory Core gefunden hat, also ein Sternenliga-Artefakt, das quasi voller Lost Tech etc. war, wo so viel Technologie-Code drinnen ist, dass die Clans sehr viele von ihren Vorteilen, die sie jetzt haben, durch Omnimax und so weiter, nicht mehr so ausspielen könnten, wie wenn sie jetzt gleich zuschlagen. Mhm. Und ja. Da wurde halt dann quasi da hat Leo Schauers das eben noch einmal zur Abstimmung gestellt, ob man nicht jetzt dann doch quasi die innere Sphäre also eine Invasion machen sollte. Und eigentlich alle Clans außer Clan Wolf haben ihm zugestimmt. Hm. Ich finde das übrigens ganz interessant, weil es da auch eine Parallele gibt. Die habe ich so im letzten Jahr, glaube ich, war ein interessantes Video auf YouTube von einem Briten, der seinen Nickname oder seinen Account heißt TIK-Tick. Und da hat er auch das Zeitfenster zum Beispiel beleuchtet, dass das Dritte Reich hatte, um die Sowjetunion zu besiegen, 1941. Und tatsächlich konnte man sagen, wenn die Wehrmacht in irgendeiner Form eine Chance haben wollte gegen die Sowjetunion, da musste man bis spätestens zu einem gewissen Zeitpunkt aus verschiedenen Gründen Ressourcen, Manpower und dergleichen und Technologie zuschlagen. Je länger man gewartet hätte, umso mehr schließt sich das Zeitfenster. Und so ähnlich hat sich jetzt auch bei den Clanern halt so angefühlt, dass sie gemerkt haben, okay, der dritte Nachfolgekrieg war eigentlich der Tiefpunkt. Wir hätten vielleicht sogar vor 20 Jahren schon besser zugeschlagen. Dann wäre es noch optimal. Ich meine, überleg mal, Davion und Steiner noch getrennt, ne, vor dem vierten Nachfolgekrieg. Mhm. Der irre Max Liao als noch halbwegs mächtiger Herrscher als Dolch in der Seite von Davion. Kurita noch unter Takashi, der ja strategisch, naja, mäßig begabt ist, außer im eigenen Machterhalt, ne? Sein Sohn noch viel zu jung, um irgendwas ausrichten zu können. Bei Marek noch gerade der ausgehende Bürgerkrieg und auch bei Steiner hat eigentlich Bürgerkrieg geherrscht. Das heißt, der optimale Zeitpunkt war eigentlich schon verpasst vor dem in dem Moment, in dem die Claner sich entschieden haben, anzugreifen. Und das kann man vielleicht auch Wolfs Dragonern anrechnen, weil wenn die ihren Job richtig gemacht hätten, hätten sie um vielleicht 30, 15, 30, 20 sagen müssen, jetzt. Man weiß ja nicht, was für Informationen die geschickt haben. Vielleicht haben sie sogar so Informationen geschickt, die so Rückschlüsse zulassen. Aber es ist halt der Wolfskan Ulrich Kerensky war einer der stärksten Bewahrer. Ja, deswegen hat auch der Clan Wolf der einzige, der dagegen gestimmt hat. Ja. Er hat dann wie quasi das die Abstimmung durch war, dann auch sogar noch ein Trial of Refusal versucht. Ja, und hätten fast gewonnen, aber weil einfach die Übermacht zu stark war von den Gegnern, haben es das verloren und es ist quasi dann für die Invasion gestimmt worden und Leo Schauers, also der Clan der Ilkan, der Khan der Smoke Jaguars ist zum Ilkan gewählt worden und quasi als Warlord, Kriegsherr für diese Invasion benannt worden. Hm. Dann haben sie sich mehr oder weniger, ich sag mal so, ein gutes Jahr Zeit genommen, die Invasion auch vorzubereiten, weil die Clans haben sich gedacht, naja, ihre Battle Armor, also diese Elementare, bringen ihnen einen riesigen Vorteil. Vor allem die Jadefalken haben sehr viel mit Elementar Armor quasi gemacht, ja, und da die sowieso auch Kreuzritter waren, hat man da natürlich gesagt, okay, das ist was wir auf jeden Fall brauchen. Aber es wird quasi aus,
gemacht, wieder mit Trials, welche der Clans überhaupt angreifen sollen, weil man sagt, okay, man will etwas in Reserve halten und nicht alle Clans machen jetzt Invasion, sondern man muss, wie es bei den Clans übel hieß, sich quasi würdig erweisen, da die Invasion durchzuführen. Was strategisch natürlich totaler Mumpitz ist, weil die Innersphäre so groß ist, das wird auch an mehreren Stellen erwähnt, dass sie sich nie Gedanken darüber gemacht haben, ernsthaft, wie sie Planeten halten, die sie erobert haben. Sie waren so schon in ihrer Kultur drin, so nach dem Motto, wir kämpfen um Planeten und wenn wir den gewonnen haben, der gehört ja uns. Und dann müssen wir uns da auch gar nicht mehr darum kümmern. Garnison, Befriedung, Bevölkerung gewinnen mit einem komplett neuen System. Wer braucht das schon, ne? Und genau das hat ihn ja auch dann später in den Hintern gebissen. Will ich jetzt noch nicht zu tief drauf eingehen, weil da gibt's noch viele Geschichten zu erzählen. Und vor allem der Critchell von, ich glaube, Jadefalken, genau. Der hat nämlich eine Passage in der Erinnerung von Kerensky gefunden, die halt so Interpretationsspielraum bietet, so nach dem Motto, der Clan, der am erfolgreichsten ist, der Terra ist das große Ziel und der Clan, der als erster da ist und das Ding erobert, der wird der Ill-Clan, der Überclan sozusagen. Und damit war so eine Art Wettkampfgedanke nochmal on top drauf. Also nicht nur, wir machen das aufgrund unserer Kultur, sondern es gibt noch einen großen Preis zu gewinnen. Genau. Ja, und das war dann sozusagen eigentlich die Saat der eigenen und späteren Niederlage, die war dann schon ausgesät. Genau, so, das war ja quasi das Wettrennen, wer kommt zuerst bei Terra an. Man durfte nicht zu viel überspringen, weil das wäre unehrenhaft. Also man musste wirklich so reinschneiden in innere Sphäre, Welten erobern und irgendwann Terra erreichen. So, der Pfad zu Terra muss durchgängig erobert sein. Das war eine der Voraussetzungen. Einige Crusader dachten, das ist ein bisschen Overkill, der Plan, aber der Ilkhan, genau, der Ilkhan hat das durchgesetzt und hat dann quasi wurde festgelegt, wer quasi die innere Sphäre erobern oder wer da teilnehmen soll an dem ersten Eroberungszug. Und weil der Clan Wolf sich so dagegen aufgelehnt hat, hat das große Konzil abgestimmt, der Clans, dass Clan Wolf auf jeden Fall teilnehmen muss. Ja, als zur Strafe sozusagen. Genau. Um das zu erfüllen, wogegen sie gekämpft haben, waren eigentlich, und sie wurden auch an der vermeintlich schwächsten Stelle halt eingesetzt, und zwar zentral, da wo die Freie Republik Rasalhaq erst entstanden war, und das war als eher abschneidende Maßnahme gedacht, nach dem Motto, ihr kriegt die schwächsten Gegner, hahaha, dann habt ihr keine Ehre und wir lachen über euch, während wir Steiner und Kurita fertig machen. Lang. Hat nicht ganz geklappt. Na, genau. Fast. Man muss den Clanen ja zugestehen, trotz aller Rückschläge waren sie ja zumindest am Anfang eine unstoppable force. Aber ja, am Ende hat es nicht geklappt. Und im Prinzip dann nach dem typischen Bieten der Clans, also mit wie vielen Kräften greift man die innere Sphäre an. Ja? Der Wolfsclan musste nicht bieten, weil die waren ja quasi verpflichtet, sie müssen da teilnehmen. Und dann haben quasi die Clans Jadefalken, Smoke Jaguars und Geisterbären haben quasi sich das Recht erobert, an der Invasion teilzunehmen. Und die Stahlvipern haben quasi so als Reserve-Clan sich noch den Platz erkämpft. Also so nach dem Motto Runner-up. Wenn was schief geht, dann sind die Ersten, die da rein dürfen. Und gleichzeitig auch die Nova-Katzen und Diamond Sharks haben dann gesagt, okay, sie möchten aber auch next in line sein und wurden dann nach einem Trial of Refusal zu dieser Runner-Up-Liste hinzugefügt. Ja. Was hier auch noch interessant war, so ein kleiner Seitentritt gegen die Smokejacks, gegen die Wölfe, dass der Ilkhan Leo Schauers verfügt hat, dass das Clan-Flaggschiff die Direwolf, also die Höhlenwolf wäre. Das ist das Flaggschiff der Wölfe. Und er war dann halt an Bord, um halt auch einen direkten Blick auf Ulrich Kerensky und seine Wölfe werfen zu können. Und das spielt später noch eine beachtliche oder, sag ich mal, wichtige Rolle, dieses Detail. Ja.
Da können wir ja schon mal auf die Kerensky-Trilogie, ne? Blood of Kerensky, ja. Genau. Blut Kerensky oder so. Richtig. Genau. Okay. Also genau. Spoiler hierfür schon mal, das behandelt dann dieses Detail. Genau. Genau. Also wer die Bücher noch nicht gelesen hat, der macht jetzt besser aus an der Stelle. Genau, also da geht's jetzt dann richtig los, ja. Also dass die Direwolf als Flaggschiff zu nehmen, quasi war so richtiger, ja, reingewürgt den Wölfen nochmal was, ja. Und dazu hat man ihnen noch den Beta-Korridor gegeben, also es war so der zentrale Angriffspunkt. Und die meiste Ehre war aber eigentlich bei den Clans, wenn man die Flanken angreifen durfte. Weil im Zentralkorridor, so nach dem Motto bei Wolfstragonern festgestellt, und war einer der letzten Dings, sind eher leichte Gegner, so nach dem Motto, und nicht viel Ehre, die man da gewinnen kann. Ja. Naja, die Invasion war auf jeden Fall nicht in einem Zug durchgeplant. Das geht ja halt auch gar nicht. Das heißt, es wurden operative Ziele ausgegeben, und zwar in Form von Wellen. 15 genau. Wellen sollten es bis Terra insgesamt sein, und jede Welle sollte 2 Monate anhalten. Das heißt, man hat dann nochmal 2 Wochen zwischendurch für Reparatur und Aufmunitionierung und Aufstockung eingeplant. Das heißt, wenn man das mal hochrechnet, 15 Wellen mal 2 Monate, das heißt, wir sind bei 30 Monate. Und wenn man nochmal 15 mal einen halben Monat dazu wählt, sind es also irgendwie so 38 Monate. Also 3,5 Jahre hatten sie geplant, um bis nach Terra vorzustoßen. Was durchaus, gar nicht so absurd ist, wenn man sich die Schlagkraft der Clans und die Strecke und was dazwischen liegt an rechnet. Vorausgesetzt, man hat für ausreichend Reserven und kann wirklich in 2 Wochen refitten und hat ausreichend Truppen, um nachzuführen. Weil so groß ist die Distanz jetzt nun wieder auch nicht. Und man sieht ja auch, was sogar die Nerisphäre im 4. Nachfolgekrieg im Liao-Raum in 1-2 Jahren hinbekommen hat. Also es ist nicht komplett absurd, dieser Plan. Nur, wie gesagt, man muss für die Ressourcen sorgen, damit man es auch durchziehen kann. Und da lag das große Problem. Und vor allem, was die Clans ja wussten, war, dass die innere Sphäre über keine Schlachtschiffe mehr verfügt, sondern nur über andere Kampfschiffe. Und die großen Schlachtschiffe sind ja teilweise wirklich ausgerüstet, um Landungsschiffe zu reparieren, um Mechs zu reparieren, um Retrofits durchzuführen. Die Omni-Mechs sind natürlich viel leichter zu retrofitten, wenn man einfach Bots austauschen kann und so weiter. Also es hat schon einen gewissen Dings, aber man muss natürlich das ganze Zeugs, um die Retrofits durchzuführen, also den ganzen Nachschub auch wirklich dorthin kriegen, ne? Und der Weg zu den Heimatwelten wird ja auch nicht kürzer, je weiter man sich entfernt. Ne? So also von es, daher, genau. Dazu, wenn man sich gerade die klassischen Clan Omnimax von 3050 im Retort anschaut, die tragen alle sehr wenig Munition mit sich. Die sind ungefähr so ausgerüstet, dass sie maximal 2 Gegner, also Mechs, aus dem umballern können. Weil sie einfach diesen Duellcharakter im Kopf hatten. Und diese Massenschlachten gegen zahlenmäßig überlegene, aber technologisch unterlegene Gegner, das hatten die irgendwie, zumindest die meisten Clans, nicht so richtig überschlagen. Und die einzigen, die sich darüber mehr Gedanken gemacht haben, vielleicht auch nicht von Anfang an perfekt, aber im Laufe der Zeit immer besser, das hatte auch wieder einen spezifischen Grund, kommen wir gleich noch zu, das waren die Wölfe. Mhm, genau. Und der Originalplan war ja, dass eben Mitte Juni 3049 die Clans aufbrechen. Aber Clans sind typischerweise ungeduldig, ja, und deswegen gab es halt viele Units, die gesagt haben, okay, wir möchten voraus, und haben dann quasi so wieder Trials durchgeführt, ob sie vorausfliegen dürfen und schon mal die Peripherie vom Banditen säubern dürfen. Also das Ding, also so die Ebene plätten, ja, damit man dann wirklich die Invasion der inneren Sphäre durchschlagen kann, weil die Peripherie wurde sowieso als Banditen, Piraten nicht wirklich interessant dargelegt, aber man kann ja mal schauen. Genau, und die Ergebnisse waren entsprechend gut, beziehungsweise überragend seitens der Clane. Sie haben alles, was sich in den Weg stellte, einfach hinweggefegt, ohne auch nur ein bisschen schwitzig zu werden. Und das hatte aber leider den Effekt, dass die Claner, also deren Ego noch weiter wuchs, dass sie wirklich sagten, okay, alle unsere Annahmen treffen zu.
Und die Innersphäre kann nichts und es wird vielleicht ein bisschen schwieriger werden, aber geht immer so weiter. Und das ist auch so interessant, weil das ist auch in tatsächlichen Kriegen so gewesen. Wenn eine Armee gegen einen potenziellen starken Gegner zu Beginn sehr einfache Erfolge hatte, dann neigt diese Armee, sich zu überschätzen und Risiken einzugehen, die sie langfristig den Kopf kostet. Also wir hatten ja vorhin das Beispiel Operation Barbarossa. Da ging es ja am Anfang auch furchtbar leicht und man hatte die Sowjets wahnsinnig unterschätzt. Und das hat man bezahlt, weil am Ende des Gegners war der Gegner vielleicht in einzelnen Belangen technologisch nicht so stark, aber zahlenmäßig wahnsinnig überlegen. Und das Gelände, also Russland, ist extrem halt groß. Und das ist eine schöne Analogie halt zur inneren Sphäre, weil das Verhältnis ist halt ähnlich. Und was halt eben war, viele der Peripheriewelten waren ja eigentlich hauptsächlich, da war Infanterie drauf und vielleicht mal ein einziger Battlemech, der die ganze Welt verteidigt hat. Ja. Den muss man mal finden. Ja. Und wenn man ihn gefunden hat, war es meistens eine Maschine, die in sehr traurigem Zustand war, ja. Und die hat man natürlich einfach weggemacht. Ja. Also da war überhaupt kein Problem. Und so sind es halt, oder vielleicht war ein Raumjäger noch dabei oder so, ja. Und das war's dann. Ja. Und dann sind die mehr oder weniger weggerotzt worden. Ja. Wieder etwas lustiges Beispiel dabei war, dass der Clan Wolf der einzige war, die auf bisschen mehr Widerstand gestoßen sind, zufällig. Zufällig, ja. Ja, weil eine Kompanie der Kellhounds abgestellt war, um Peripheriepiraten zu bekämpfen, mehr oder weniger. Ja. Und da haben sie gesehen, okay, es gibt scheinbar Gegner in der inneren Sphäre, die besser organisiert sind. Zu dem Zeitpunkt wurde dann auch der Sohn von Morgan Kell, Phelan Kell, von Clan Wolf gefangen genommen. Und der Clan Wolf hat dann gesagt, naja, Freunde, das war jetzt schön, dass wir da über die Peripherie drüber gerauscht sind, aber es gibt schon auch organisiertere Leute. Und die anderen Clans haben mehr oder weniger den Wolf-Clan ausgelacht und haben gesagt, naja, nur weil ihr da jetzt quasi ein Mech von euch ein bisschen zerschossen war, warum sollen wir uns Sorgen machen? Genau. Zumal Phelan Kell auch wirklich eine interessante Figur dann zum Zeitpunkt war, ein junger Mechkrieger, der am Nagelring, glaube ich, war es, auf jeden Fall bei einer Steinakademie durchgefallen war, wegen Insubordination. Und er hat einen Wolfhound pilotiert, eine Eigenkonstruktion der Kellhounds, 35 Tonner, 6,9 schnell, also etwas über 90 km/h. Oder um die 90 km/h und mit reiner Laserbewaffnung. Also eine brandneue Konstruktion, da waren die Wölfe sicherlich auch beeindruckt, dass eine Söldnereinheit in der Lage war, einen eigenen Battle-Mech zu entwerfen und zu produzieren. Also das war schon auch eine interessante Information. Und obwohl die Wölfe diese Information grundsätzlich nicht zurückgehalten haben, haben die anderen Clans ihnen nicht geglaubt. So nach dem Motto, ja, das ist das Geschwätz der Wölfe, die sind ja Bewahrer und die wollen uns nur Angst einjagen und die lügen uns an oder stellen das alles dramatischer dar, um das hier ganze Verzögerungstaktik, ne? Und deswegen hat man das alles beiseite gewischt und hat gesagt, scheiß drauf. Und das Thema war halt, also man hat in der inneren Sphäre aber zu der Zeit, also eigentlich bis eben 3050 rein, nicht mitbekommen, dass da in der Peripherie die Clans sind. In den Kellhounds hat man sich natürlich gedacht, boah, was war da los, dass quasi unsere Truppe da aufgemöbelt worden ist und Morgan Kell war ziemlich natürlich aufgebracht, weil er gedacht hat, sein Sohn ist tot, ne? Ja, genau, er galt als tot, der Phelan Kell. Genau, also und die einzigen, die quasi Wind davon bekommen haben, war also Comstar, die haben auch in der Peripherie schon immer ROM-Agenten gehabt, also von ihrem Geheimdienst. Und die haben es geschafft, bevor die Clans quasi alle Kommunikationsmittel ausgeschalten haben, so einen Bericht zur Primus, wie sagt man auf Deutsch, weibliches Wort für Primus? Prima. Primus, ja, der erste ist untergleichen. Prima. Geschickt und quasi ihnen einen kleinen Bericht gegeben, dass da wer kommt. Wobei zu der Zeit noch immer nicht klar war, wer das jetzt ist. Ja.
Es war zwischenzeitlich auch die Rede davon, dass es Aliens nicht Menschen sind, ne? Genau, ja. Und das war halt auch so interessant, weil als Leser wusste man das auch nicht so ganz genau zum Zeitpunkt, weil sie es auch ein bisschen dargestellt haben. Man hat ja Hinweise auch schon durch die Wolfsdragona, alles klar, ne? Aber gerade die Elementare in ihrer großen Rüstung und 2,50 Meter groß und weiß der Geier was, ne? Da hatte man dann vielleicht auch schon im Verdacht, okay, vielleicht steckt da noch mehr dahinter. Und das fand ich auch ganz gut, dass sowohl eigentlich Faser schon vorher angedeutet hat, was da passieren wird, haben sie trotzdem so ein bisschen Zweifel gesät, ob da nicht noch ein bisschen mehr mit reinspielt. Und diese ganze Clan-Gesellschaft, die sie dann daraus entwickelt haben, die war ja schon sehr außerirdisch, ne? Also, wer die Jade-Falken-Trilogie da mit Dings da, wie heißt er, mit Adrian, wie heißt er nochmal? Aiden Pride, sorry. Aiden Pride, ja. Genau. Also diese ganze, also es ist keine Trilogie, die ich gerne gelesen habe, weil diese Gesellschaft, die ist so fies und finster und militaristisch und quälend. Also, boah, die sind schon nicht mehr ganz normal, die Leute. Aber im Prinzip ist dann von Comstar so ein Dekret ergangen, dass man also weitere Schiffe in die Peripherie schickt. Darunter auch eben den Präzentor Anastasius Focht. Und um quasi mit diesen Invasoren zu verhandeln. Man ist dann draufgekommen, okay, das sind quasi die Clans, ja. Und die Clans haben auch gesagt, okay, Comstar, das ist was von der Star League, ja, da kann man schon einen gewissen Respekt entgegenbringen. Und die haben ja auch das Ziel, die Star League wieder aufzubauen. Genau, und auch diese Neutralität gegenüber den Häusern, das Bewahren der Technologie und das Andenken. Das alte ehrwürdigen Jerome Blake, wir erinnern uns, das war ja auch durchaus ein Wegbegleiter von Alexander Kerensky. Freund, ja. Und da haben sie halt gesagt, okay, ja, mit denen können wir wirklich verhandeln. Und sie haben quasi dann so eine Allianz geschlossen, wo Comstar eben gesagt hat, wenn die Clans eine Welt einnehmen, unterdrückt Comstar jegliche Kommunikation von der Welt. Alle militärischen Informationen von der Welt gibt Comstar an die Clans weiter. Dafür erlauben die Clans Comstar Welten, die Clans erobert haben, quasi im Sinne von Comstar zu befrieden, weil. Das war später erst ein bisschen. Da kommen wir noch am Punkt. Du hast recht, aber das war erst ein bisschen später. Am Anfang war es nur so, dass Comstar sie begleiten durfte. Anastasius Focht vor allem von ihnen lernen durfte, sie kennenlernen. Und Anastasius Focht hat diesen Aspekt sehr gerne mitgenommen, weil er gesagt hat, ups, das ist ein Gegner, wie wir ihn noch nicht kennengelernt haben. Wir müssen lernen von ihnen, sonst werden wir vielleicht Probleme haben. Vor allem, wir wissen ja immer noch nicht genau, was sie wollen. Die ganze Innersphäre erobern, was sind ihre Ziele? Ne? Mhm. Gut, den Sternenbund wiederherstellen, das sagen viele. Auch die Davians haben das gesagt. Und selbst House Gorita hat das gesagt. Und ich fürchte sogar Max Liao. Aber jeder hatte so seine eigene Vorstellung davon, wie das genau auszusehen hat. Und das wollte Comstar und Focht wollten das herausfinden. Die andere Facette, die kommt noch später und ist noch viel perfider. Und das ist dann auch wieder ganz spannend. Mhm. Mhm. Und das Thema ist halt, und die Clans haben halt gesagt, Comstar darf weiter Comstar bleiben. Genau. Die Telekom, ne, sozusagen. Ja. Die Telekom ist nicht schlecht, wir brauchen ja weiter Handys, so nach dem Motto. Ja. Ja, am 7. März 3050 war es dann auf jeden Fall soweit, dass dann, also wir sprechen von der Vergangenheit, weil wir lore-technisch schon wesentlich weiter sind, Dark Age und Co., ne? Dann begann auf jeden Fall die erste Welle, dann der inneren Sphäre. Und am Ende des Monats hatten alle Beteiligten, also alle vier beteiligten Invasionsclans schon wahnsinnige Erfolge vorzuweisen. Sie haben mehrere Welten erobert, innerhalb des Kombinats der Ra's al Haq Republik und auch dem Federated Commonwealth, also Haus Steiner. Und das ging halt natürlich auch so gut voran, weil die Kräfte der Sphäre ihre Truppen an den jeweiligen Grenzen zu den Nachbarstaaten positioniert hatten. Und nicht an der Peripherie, wo für gewöhnlich nur ein paar Piratenbanden oder irgendwie so ein paar schwächliche Peripheriestaaten hier Unwesen treiben. Und dann darf man sich halt auch nicht wundern, dass das so leicht geht. Und davon haben sich dann auch die Clane wieder blenden lassen. Genau, also die sind da quasi angekommen, haben die am falschen Fuß erwischt komplett, kann man so sagen, ne? Ja. Es ist auch so, die ganzen Schlachtschiffe, die haben und so,
Die verfügen über Jamming-Technologien, Stealth-Technologien, alles Mögliche. Also die sind quasi erst gesehen worden, wie sie schon über den Planeten geschwebt sind mit ihren Landungs- und Schlachtschiffen. Ja, und dann haben die noch gefragt, mit was verteidigt ihr euren Planeten? Genau, der normale militärische Befehlshaber, was? Ja, mit allem, was ich habe. Genau, dann also hat die kleiner gesagt, gut. Wir auch. Genau, die haben gesagt, okay, dann machen wir das auch, ne? sind dort gelandet, dann haben die meisten Units typisch, vor allem, weil es ja viel auch mit quasi einer der ersten Hauptziele war ja Rasselhack und Kurita, die es gewohnt waren, man tritt ehrenhaft dem Gegner auf offenem Schlachtfeld gegenüber. Absolut. Die hatten natürlich reingeschlossen. Überhaupt kein Licht, weil die wurden aus Entfernungen zerschossen. Da haben sie noch nicht einmal quasi gesehen, dass da ein Gegner kommt. Ja. Und damit war natürlich die Panik perfekt, weil natürlich auch Comstar eben die ganze Kommunikation unterdrückt hat und im Prinzip nur, wenn überhaupt ein paar Flüchtlinge irgendwo rausgekommen sind, haben die berichtet, da sind jetzt quasi die Übermenschen gekommen. Genau, riesengroße Clan-Elementare, ich wusste ja nicht, dass wir hier sind, aber übergroße Menschen in oder menschenartige Wesen, Monster in Rüstung, in gigantischen, und die hauen uns aus Distanzen zusammen, wo wir noch nicht mal Licht sehen. Und das ist natürlich ein Schockeffekt gewesen für die ganze innere Sphäre, die ja sich auch gerade erst von den Nachwehen des vierten Nachfolgekrieges und des Krieges von 3039, diversen anderen kleinen Konflikten erholt hatte, so einen technologischen Aufschwung. Und jeder hat damit eigentlich gerechnet, der nächste Krieg findet jetzt nochmal zwischen dem Federated Commonwealth und dem Kombinat statt, um sozusagen Haus Kurita endgültig den Garaus zu machen. Und auch Kurita hat darauf gewartet und sich vorbereitet, aber halt an der komplett falschen Stelle. Genau, die haben nicht gedacht, dass da plötzlich was von hinten kommt, ne? Nee. Naja, wir sollten vielleicht nochmal die Sache mit dem Bieten nochmal erwähnen, weil das war ja mit dem Bachal, ne, mit dem so, mit was verteidigt euren Planeten. Das war so etwas, was die Innersphäre halt nicht kannte, was sie aber sehr schnell dann halt auch gelernt haben, auszunutzen. Und zwar, Clan haben gesagt, wir kommen dann, was weiß ich, mit 40 Mechs, ne? Und die Innersphäre hat dann auch die Regeln so gedreht und ausgenutzt und exploitet sozusagen, um halt sich dann Vorteile halt dann zu am grünen Tisch sozusagen zu erspielen, was wir halt auch bei vielen Battletech-Tabletop-Partien erleben, dass die Leute versuchen, da dann die Regeln so hinzubekommen oder die Bedingungen des Kampfes, dass sie schon mit einem dicken Vorteil ins Gefecht halt reingehen, um den technologischen auf jeden Fall dann auszugleichen. Und das dazu kommt ja, also wirklich, die Siege waren teilweise komplett überwältigend, ja. Also auch nicht selbst, nicht nur am Planeten selbst mit Battlemechs, sondern auch komplette Überlegenheit im Raum, ja, mit den Omni-Jägern, die die Clans gebracht haben. Also die haben auch da komplett den Chaos angerichtet, den inneren Sphäre-Leuten. Wobei, das fand ich mal ganz interessant, durch die Geschwindigkeit der Flieger war die technologische Überlegenheit im Weltraum nicht ganz so groß wie auf dem Boden, weil die Jäger schneller aufschließen konnten. Das haben sie in den Büchern auch ganz rübergebracht und das ist auch im Spiel so. Also ja, die Klaner waren auf jeden Fall überlegen, allein auch wegen ihren Piloten, die ja speziell gezüchtet dafür sind, ne? Aber der technologische, die Lücke war im Raum nicht ganz so gigantisch. Warum war die Klaner ja auch teilweise ihre Schlachtschiffe rausgeboten haben, weil ganz ehrlich, gegen so 12 Innersphäre-Luftraumjäger brauche ich kein Schlachtschiff. Genau. Das Einzige, was manchen inneren Sphäre-Leuten komplett aufgefallen ist, die Clans, ähnlich wie Kuritas, deswegen haben es gegen die Kuritas am meisten Erfolg auch gehabt, haben ja quasi einen kompletten Anhang des Einzelkampfes. Ja? Also wenn einmal ein Gegner ausgewählt wurde, so nach dem Motto von einem Clankrieger, dann bekämpft er nur den und kein anderer Clankrieger darf den angreifen, also Zweikampf. Ja? Genau. Ein Clankrieger kann auch zwei Gegner wählen, wenn er meint, dass er sie schafft, oder wenn der vielleicht der ein erste Gegner zu klein ist, also sieben, der mich zu leicht. Kein anderer darf den quasi angreifen. Genau. Ja? Und dieses Ritual, zu dem sie sich hinreißen haben lassen, hat im Prinzip dazu verholfen, dass Viktor Steiner Davion es geschafft hat, zu flüchten. Ja?
weil halt seine Leute mit, wie sagt man so schön, Focus Fire, ja, ihm den Korridor aufgesprengt haben, um da zu flüchten. Er wollte quasi eigentlich nicht flüchten, ja, ist mehr oder weniger auch aus dem Mech geschossen worden, aber sein Adjutant hat ihm mehr oder weniger dann eine über den Schädel gezogen und ihn mitgebracht. Genau. Das ist übrigens auch wieder auf Trell 1 oder Trell 1, da wo die Grey Death Legion Trilogie beginnt. Interessanterweise derselbe Planet. Und auf diesem Planeten ist es den Jadefalken um Haaresbreite gelungen, den ersten Prinz, also den Thronfolger sozusagen des Federated Commonwealth gefangen zu nehmen. Wenn er dann einen Bondsman, ich weiß nicht, was heißt nochmal auf Deutsch, nicht Sklave, sondern mit dieser Kordel da am Arm auf Deutsch. Ja, Leibeigner. Leibeigner, vielen Dank. Wenn Victor Steiner-Davian Leibeigner der Jadefalken geworden wäre, wie wäre dann die Geschichte ausgegangen? Mhm. Und das Gleiche auch noch im Kurita-Raum, da ist ja Hohiro Kurita, der Sohn von Teodoro Kurita. Teodoro war zwar noch nicht Koordinator, aber zumindest Gunjin und Kanrei und eigentlich der Schattenkoordinator schon, wäre also sozusagen der Enkel des noch amtierenden Koordinators Takashi in die Hände der Smokejaggers gefallen. Und er ist ja ihnen sogar in die Hände gefallen, nur wussten sie nicht, dass es Ohiro ist. Ne? Und genau, wenn sie das gerafft... Die haben gedacht, das ist irgendein Feldkommander oder so, ja? Ja. Und haben den mit den anderen Leuten ins Gefängnis geworfen, ja? Und die Yakuza mit den, ja, ich weiß schon. Ja, erstmal Yakuza. Du überlegst, wen ich Yakuza kläre. Yakuza ist übrigens die japanische Version der Mafia, sozusagen. Und die Yakuza war auf Turtle Bay, glaube ich, war das dann, ne? Oder in den und der Stadt Edo waren die halt sehr aktiv. Genau. Und die haben es dann geschafft, den Hohiro Kurita zu befreien. Hast du den Namen mittlerweile? Genau, ne, mir fällt da nicht ein. Da war einer der Black Dragon Society war da quasi ganz führend, ja. Und hat den da rausgeholt und dadurch ist Hohiro Kurita, also den Ich komme jetzt auch nicht drauf, der hat in diesem Phoenix Hawk. Ja, genau. Er hat ja auch mit ihm dann, war ja dann auch sein Freund sozusagen. Ja, richtig. Und hat den, konnte ja den dann später in den Büchern, in der Trilogie, in der Kerensky-Trilogie, hatte er auch den Auslöser in der Hand. Und das Thema war halt, dass die Jadefalken danach draufgekommen sind, war der Hohiro Kurita, der ist jetzt weg. Und zudem haben die Yakuza ja quasi auch noch so öffentlich Guerilla-Attacken gegen die Clans ausgeführt, was die Clans absolut nicht gewohnt waren, weil so nach dem Motto, wenn man gewonnen hat, dann muss das Volk gehorchen. Ja, also warum machen die das? Namen. Ja? Ah, du hast den Namen. Shin Yodama. Ja, genau, Shin Yodama. Ja, genau, das ist halt so, also diese Philosophie des niemals aufgeben, auch wenn man im Feld geschlagen ist und weiterkämpfen. Das, was gerade Theodore dem Kombinat durch den Krieg von 3039 eingepflanzt hat und das ja auch in den Grundlagen immer da war, nach dem Motto, an die eigene Überlegenheit der Gesellschaft zu glauben und die Invasion niemals zu akzeptieren und so weiter, damit haben die Klaner null gerechnet. Genau. Und der Kommandant der Smokejaggers war halt komplett außer sich, ja, dass die da jetzt dann plötzlich quasi die Waffen ergreifen und Mech-Krieger auf der Straße umbringen wollen oder so, ja. Ja, es gab ja auch Attentate, Bombenattentate, genau, also so Suicide-Bombers und was weiß ich alles, ja. Dass er dann gesagt hat, okay, jetzt ist aus, hat sein Schlachtschiff in den Orbit manövriert und die Stadt Edo komplett mit einem Orbitalbombardement geblättet. Was in der inneren Sphäre seit dem Beschluss der Ares-Konvention und spätestens dem Dritten Weltkrieg komplett verpönt war. Ich erinnere nochmal, was passiert. Also normalerweise ein Comster-Interdikt und man gilt dann für alle anderen Häuser als vogelfrei. Ne? Also das ist ein No-Go gewesen. Und als das bekannt wurde, die Bilder davon, ging ein Aufschrei natürlich die innere Sphäre und das hat die innere Sphäre geeint in dem Moment oder zumindest dazu stark dazu beigetragen, sich diesem vermeintlich übermächtigen Gegner doch entgegenzustellen, weil man wusste,
sowas kann dann immer wieder passieren. So ist es, ja. Und auch in den Clans, also selbst bei den Hardline-Kreuzrittern, hat man gesagt, puh, das war jetzt was, das macht man eigentlich nicht, das ist der Akt eines Barbaren und nicht eines zivilisierten Claners. Woraufhin ja. Clan Wolf gesagt hat, die werden bei allen zukünftigen Kämpfen als erstes ihre Schlachtschiffe wegbieten. Also nicht mehr mit ihren Schlachtschiffen angreifen. Und ja. weil jetzt das quasi so ein Vorstoß von Clan Wolf war, der unter den Clans als ehrenhaft gilt, weil man bietet Assets weg, ja, haben alle anderen Clans das mehr oder weniger akzeptieren müssen und haben das auch gemacht, weil das Erste, was quasi beim ersten Bieten immer weg war, waren die Schlachtschiffe. Ja, also das war ein geschickter Schachzug. Also Ulrich Kerensky ist schon ein sehr geschickter Stratege, kommt sehr überlegt in den Büchern rum. Er erinnert mich immer ein bisschen an Saladin aus der Kreuzzug-Ära. Mhm. Und das Bild hatte ich immer im Kopf, wenn ich. Also er ist zwar auch irgendwo ein Kreuzritter, aber halt nicht. Im Endeffekt ist er erst vom Bewahrer natürlich, Vorsicht mit der Terminologie, aber er ist trotzdem auch ein Claner und er hat natürlich auch mal alles gegeben, um seine Ziele zu erreichen. Ne? Und sein Ziel wäre ja auch gewesen, Terra zu erobern, weil wenn Clan Wolf der Ill-Clan wäre, dann könnte er den blöden Crusader-Clans mal schöne lange Nase drehen. Genau. Okay, nochmal ganz kurz zu der ersten Welle, die endete dann Ende April, also nicht ein bisschen mehr als anderthalb Monate, nachdem sie gestartet war, also vor der Zeit noch, und es waren dann 35 Welten unter die Knute der Clans gefallen. Also das ist à la Bonheur, 35 Welten in so kurzer Zeit. Rein zahlenmäßig irre. Ne? Ich glaube, die Werte hatten wir noch nicht beim vierten Nachfolgekrieg und natürlich waren die Claner euphorisiert. Die haben gedacht, jetzt wir gehen hier durch wie ein heißes Messer durch die warme Butter und hauen alles weg bis nach Terra, wer als erster da ist. Ne? Mhm. Und dadurch sind sie ja halt dann auch recht schnell vorangerückt. Und das ist mal das Problem, wenn man schnell voranrückt, dann lässt man natürlich auch Etappe hinter sich. Und gerade was halt auf Turtle Bay oder in Edo passiert ist, das war dann sozusagen auch eine Blaupause von dem, mhm. was später passieren würde. Und jetzt greife ich mal ein bisschen vorweg, als die Claner dann auch mit Garnisonsternenhaufen und mit ihrer militärischen Art einfach damit nicht zurechtgekommen sind, wie sich die Zivilbevölkerung versprengte Militärs verhalten haben auf eroberten Welten. Das hat dann Comstar ausgenutzt, und zwar die Prima Mündo Waterly hat er dann vorgeschlagen, dass sie diese Clan-Welten, die besetzten, verwalten, also zivil verwalten. Neben ein paar Clan-Besatzungstruppen nach dem Motto, wir werden dann den Frieden wahren im Sinne der Clans. Natürlich hat Mündo Waterly dabei eine eigene Agenda verfolgt. Sie wollte sozusagen im Rückraum dann den Comstar-Glauben verbreiten, um so sozusagen auch die Clans im Endeffekt wieder zu hintergehen und dann eine geeinigte Innersphäre unter den Rettern Comstar sozusagen zu vereinen. Ne? Das war so der Plan. Aber den haben die Clans am Anfang nicht durchblickt. Vielleicht der Ulrich Kerensky, aber die meisten Clans haben gesagt, Hauptsache wir sind diesen Scheiß, diese Probleme los mit den Zivilisten. Und im Versprengten, macht ihr ruhig das mal, wir gehen weiter erobern. Genau. Naja, also man kann jetzt nochmal ganz kurz sagen, also das war halt der Plan der, wir haben es erwähnt schon mal in der vorigen Folge, der Plan von Comstar war halt, als Retter der Menschheit in Erscheinung zu treten. Grundsätzlich, das genau. Das war natürlich grundsätzlich für die Waterly das beste Möglichkeit, wenn man eine Bedrohung von außen hat und wenn die natürlich mehr oder weniger durchreitet, dann ist es die Möglichkeit, Comstars jetzt als strahlender Retter in Erscheinung zu treten und genau. Die Menschheit unter sich zu vereinen im Glauben an Comstar und im neuen Sternenbund unter Comstars Führung. Ja. Welle 2 ging auf jeden Fall dann im Mai 3050 los. Von dem Schockeffekt, dem allerersten, hatte man sich in Endosphäre so ein bisschen erholt. Das heißt, das Federated Commonwealth, also Stein und Davian, als auch Kurita wussten jetzt inzwischen mehr, worum es geht, und mobilisierten natürlich ihre Truppen, brachten Verstärkung an die Front und vor allem wussten sie ja auch also ungefähr, wo es halt hingeht. Ne? Und Das Interessante an dieser Stelle war, dass Kurita und das Vereinigte Commonwealth oder Federated Commonwealth
ein Gentleman Agreement abgeschlossen hatten, und zwar eine Übereinkunft, eine stillschweigende, dass man an der eigenen Grenze, in der Sphärgrenze, nichts mehr Böses gegeneinander tun würde und dann Truppen frei machen konnte für den Clan-Invasionskorridor. Und interessanterweise, natürlich, Theodore hatte da seine Finger im Spiel, hat das Draconis-Kombinat, also Haus Kurita, den ersten Zug gemacht. Also das potenziell aggressivere Haus hat Truppen von der Davin-Grenze abgezogen und der Steiner und an die Clan-Front verlegt, was dann natürlich die Bedenken, die Reichsbedenkenträger auf Seiten der Steiner und Davin dann entschärft hat, weil die gesagt haben, okay, dann verlegen wir halt auch mehr Truppen in den Invasionskorridor. Und es war wirklich ein lustiges Ding, weil es war mehr oder weniger wurde das nie ausgesprochen, sondern Truppenbewegungen vom Theodore haben quasi das Anlass, dass man das mitkriegt, nach dem Motto, oder? Genau, sehr öffentlich. Haben eine Anzeige noch geschaltet, eine doppelseitige, genau. Im Davian Daily oder so. Removing. Man muss ja auch sagen, dass die ganze Kommunikation durch Comstar da extrem manipuliert wurde zu der Zeit der Clan-Invasion. Und da war es von Vorteil, dass das FedCom-Militär diese Blackboxen schon hatte. Genau. Ja, genau, seit dem vierten Nachfolgekrieg, die Faxgeräte sozusagen. Genau. Ein Problem gab es aber, ein Problemkind bei der ganzen Geschichte, die Freie Republik Rasalhaag, die war durch interne strategische Konflikte gespalten. Es gab da so zwei grundsätzliche Sichtweisen, und zwar einmal neben dem gewählten Prinz Haakon Magnussen und dem Überbefehlshaber Christian Mansdottir. Du kennst ihn vielleicht aus der McRory-RPG-Runde, Ike? Ja, der Name sagt mir was, mein Freund. Ja, genau, das ist euer Freund. Wir spielen da nämlich gerade in der Zeit des Ronin-Krieges, beziehungsweise kurz danach mittlerweile. Und die hatten auch schon die Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Auf jeden Fall, die haben beide unterschiedliche Visionen gehabt. Der eine sagte, wir müssen alles um Rasalhaag, also der Hauptwelt herum, als Defensive Perimeter einbunkern und sowieso Moskau verteidigen, ne? Und der andere hat halt gesagt, wir müssen verteidigen, wo sie stehen, so nach dem Motto, und wir brauchen auch keine Hilfe von außen, wir verteidigen jeden Planeten. Während Manz dort hier gesagt hat, nein, wir können nur Rasalhaag mit unseren Kräften und alles Umliegende verteidigen. Und dann haben die hin und her diskutiert, und währenddessen haben die Wölfe sich so einen Planeten nach dem anderen abgebissen, ne? Mit der tatkräftigen Hilfe, ich weiß nicht, ob es hier schon war oder ein bisschen später, auch von Fallen Kell. Der war ja Leibeigner und hat Clan Wolf zunehmend mit Informationen über die innere Sphäre und deren Strategien und Vorgehensweisen versorgt. Mhm. Nicht, weil er verraten wollte, sondern weil er die Verluste auf den Planeten reduzieren wollte. Also er hatte sich irgendwie so eingeredet, ich helfe den Clanern, damit sie auch Vertrauen zu mir haben, um im richtigen Moment dann selber zuschlagen zu können, wenn sie erstmal Vertrauen zu mir gefasst haben. Und ich will weiteres Blutvergießen vermeiden. So, das war Fallons Plan. Und dabei hat er sich immer mehr mit der Clankultur angefreundet, insbesondere von Clan Wolf, wurde auch immer mehr ins Vertrauen gezogen, und so wurde er, ohne es selbst zu bemerken am Anfang, immer mehr selbst zum Claner. Und was man auch sagen muss, in der zweiten Welle war es schon so, also die Clans hatten noch immer sehr, sehr große Erfolge, vor allem aber die Jadefalken und die Geisterbären hatten aber schon teilweise Probleme in der zweiten Welle, weil sie gemerkt haben, puh, da braucht man doch einiges an Nachschub, weil man komplett unterschätzt hat, dass die innere Sphäre-Planeten natürlich ihren Nachschub schnell wegbringen, bevor da die Clans die Invasion machen. Und sie haben auch nicht damit gerechnet, dass sie so viele Garnisonstruppen benötigen, um die Planeten zu befrieden oder Rebellionen, die sie aufkochen, wieder niederzuschlagen. Ja. Genau. Und das ist so total diametral zu dem, was Clan Wolf dann halt sozusagen eigentlich erlebte, ne? Genau, also die Wölfe durch die Informationen eben von Fallen Kell haben wesentlich mehr Welten erobert als die anderen Clans. Und am Ende der zweiten Welle, also das war dann so Juni. Ende Juni, ja.
sind 27 weitere Welten unter Clan-Kontrolle gewesen. Also 35 in der ersten Welle, 27 in der zweiten Welle. Also man sieht schon, die Tendenz geht etwas nach unten. Definitiv. Also ein Fünftel weniger, das ist schon, also rund, ne, ist schon eine Menge, würde ich sagen, ne? Also 20% weniger. Und ja, dritte Welle ging dann los. Was haben die eigentlich zwischen den Wellen gemacht? Haben die dann jetzt einen Monat oder zwei aufgehört? Oder? Nee, ich sagte ja, zwei Wochen hatten sie immer eingeplant für Reparatur und Aufmunitionieren und Versorgung. Und zwei Wochen ist echt wahnsinnig wenig, vor allem wenn man die Reisezeiten bedenkt, ne? Die man halt hat, aber die Clan haben natürlich auch aus dem Vollen am Anfang geschöpft. Das heißt, sie hatten ja auch jede Menge Reservetruppen, die noch zum Einsatz kamen, also weil sie auch nicht von jeder Einheit immer alles in den Kampf geworfen haben. Ich meine, eine Galaxie sind 45, glaube ich, finde ich nicht. Also es, Sterne sind 5, ein Trinärstern sind 15 und eine Galaxie sind 45 Mechs. Ne? Und durch die modulare Aufbauweise konnte man die auch gut reparieren. Sie haben die Schiffe, die groß genug dafür sind, um die unterwegs zu reparieren. Also zwei Wochen ist schon echt wahnsinnig wenig, um mit der nächsten Welle zu beginnen. Jetzt haben alle Clans natürlich gedacht, okay, dritte Welle, wir müssen ein bisschen auf die Bremse steigen. Ja. Und Ulrich Kerensky, der Wolfskan, hat aber gesagt, okay, ihr habt ihr meinen überarbeiteten Plan für die dritte Welle. Ich greife fast doppelt so viele Welten an, wie eigentlich vorgesehen, weil ihr habt mir gesagt, ich muss da mitmachen. Und wenn ich schon mitmache, dann will ich auch gewinnen. So ist es. Vor allem die Clan Wolf hat gemerkt, dass sie ihre Mechs auch zunehmend auf Energiewaffen konfiguriert hat. Weg von munitionsbasierten Waffen. Das Ganze wird dann später nochmal noch den Höhepunkt haben, aber sie sind dann immer mehr auf munitionsunabhängige Einheiten dann halt gegangen. Und das hat ihnen natürlich logistisch dann auch in die Hände gespielt. Und damit war dann auch der Erfolg groß. Das heißt, sie haben Ra'zal-Hak, die Hauptwelt von der Freien Republik, erobert. Und zumal sie dann auch den Geisterbärchen zuvorgekommen sind, die halt auch es auf Ra'zal-Hak natürlich abgesehen haben. Das ist ja eine große Trophäe, ne? Ja, und das Bieten um Ra'zal-Hak hatte auch Ulrich Kerensky gegen Björn Jorgensen gewonnen. Und ja, Fallen Kell war zu dem Zeitpunkt dann auch zur rechten Hand eigentlich schon, ja, vielleicht oder zum engen Berater geworden von Ulrich Kerensky, was natürlich den anderen Clanern und auch den Kreuzrittern innerhalb von Clan Wolf ein Dorn im Auge war, um das nochmal milder auszudrücken. Und das hatte halt dann auch vor allem die Spannungen innerhalb der Clans nochmal erhöht, vor allem, weil Fallen auch so protegiert wurde von den Wölfen. Und natürlich hatte er auch immer das Interesse, wieder Krieger zu werden. Und die Möglichkeit, die beste war halt auch innerhalb des Clan Wolfes dann zum Clan-Mitglied aufzusteigen und sich das Recht wieder zu erkämpfen, auch ein Mechkrieger zu sein. Und also der hat da quasi als Bondsman, also als Leibeigener, ja, den Wolfskan beraten. Ja? Und da haben halt viele gesagt, puh, das ist ja eine Freigeburt, also kein gezüchteter Mann und deswegen schlecht und also so richtig rassistische Anzüge, ne? Ja. Und das war halt, ja, aber er hat ihnen da geholfen, ja, und vor allem im Ra'zal-Hak hat Kerensky gesagt, er bietet nur drei Cluster, ja. Das heißt, eine Streitmacht, die um vieles, vieles kleiner ist, als jetzt die Streitkräfte, die auf Ra'zal-Hak beheimatet waren. Ne? Ja. Naja, das war auf jeden Fall die dritte Welle und ich glaube, Zeit. Ja, Moment, aber ich dachte, ja, wenn ich das richtig gesehen habe, der hat ja nun noch weniger als drei Cluster gemacht. Hat er nicht nur eine Person? Er hat ja auch ein One-on-One, genau. Genau. Naja, er hat ja nur, er hat ja dann nur den Dings geschickt. Wie heißt er? Den Fallen Kell. Genau. Und der hat ja dann mit dem gesprochen und dann haben sie aufgegeben. Genau, also die haben mehr oder weniger den Planeten aufgegeben, weil was man beim Bieten verstehen muss,
Die vorherigen Gebote vom Khan Kerensky waren immer relativ hoch, so dass sie leicht unterboten wurden. Ne? Mhm. Und wenn man jetzt dann hat er sein letztes Angebot abgegeben und das waren eben diese drei Cluster. Mhm. Aber wenn er jetzt quasi das nicht geschafft hätte oder mit dem Verlust seiner gesamten Kräfte hätte rechnen müssen, hätte er zwar Zugeständnisse den Geisterbären machen müssen, aber er hätte quasi alles, was er vorher geboten hat, zum Einsatz bringen können. Mhm. Das heißt, er hätte dann mit einer Übermacht landen können und hätte die aufgemischt. Ja. Phelan Kell hat natürlich gesagt, okay, das will ich jetzt nicht. Ja. Also ich möchte nicht, dass die alle sterben da auf dem Planeten, weil er hat gewusst, der Kerensky ist ein Klaner. Also er ist zwar... Alle sterben vielleicht Linie, nicht, aber ja. Kollateralschäden. Sagen aber wir mal, es hätte Kollateralschäden. Massive, genau, es hätte massive Kollateralschäden gegeben und deswegen hat er halt gesagt, okay, ich fliege da jetzt runter und ja, versucht das zu regeln. Und hat es dann, wie du schon gesagt hast, eben dann geschafft. Ne? High Noon sozusagen. Dann. Und das finde ich halt auch cool. Also das dramaturgisch gesehen, würde ich sagen, ist die Blood of Kerensky Trilogie von den Romanen her die beste eigentlich. Auch wenn sie die ein oder andere Logiklücke und Schwäche auch offenbart. Ne? Mm, mm, also mit dem Beat-System und dergleichen. Aber trotzdem, ich finde gerade, dass die Klaner so erdrückend übermächtig dargestellt werden und auch so diese Angst halt zwischendurch schürt, nichts kann die aufhalten. Schon cool. Ja, und vor allem, das war halt dann auch am Ende dieser Welle, ja, die da stattgefunden hat, also der dritte Welle, war es halt dann auch so, dass die Wölfe tatsächlich alle 11 Welten, die sie quasi gesagt haben, die werden wir erobern, haben sie erobert. Und das war halt schon ein mächtiger Push im Ansehen bei den anderen Clans wieder. Ja. Also das hat die im Ranking der Clans so nach dem Motto wieder nach oben gepusht, ja, und zwar massiv. Ja. Wahnsinnig sogar, ja, genau. Aber natürlich dann auch Eifersucht, Missgunst dann geschürt. Das hat ja schon anderen Clans nicht gut getan in der Geschichte. Aber das ist eine andere Geschichte. Und quasi in der vierten Welle wird es ja ein bisschen anders ablaufen. Ja. Aber da wir jetzt schon eine Stunde voll haben, ja, werden wir jetzt wieder mal ein kleines Päuschen machen, denke ich. Ja. Und mit der vierten Welle, wo viele Sachen sich plötzlich ändern, dann beim nächsten Mal fortsetzen, würde ich sagen. Genau. Gut, dann haben wir sonst bis dahin noch irgendwas vergessen. Bestimmt. Also, ja, das ist ja, wir haben jetzt wirklich, ja, also selbst eine Stunde ist eigentlich sehr wenig für diese drei Clanwellen, die da jetzt stattgefunden haben. Weil da hat sich ja extrem viel abgespielt, vor allem auch zwischen den großen Häusern. Wolfs Dragoner haben quasi schon Planen angefangen, eigentlich schon bevor die Clans in die innere Sphäre gekommen sind. Wie kann man den Clans begegnen? Wie können wir die inneren Sphärehäuser zusammenbringen? Ja? Und aufbauen, vorbereiten. Aufbauen, vorbereiten auf das Ganze. Was können wir da alles tun, ja, etc. Und das spielt jetzt dann eine massiv wichtige Rolle auch in der vierten Welle. Ja. Also da passiert im Hintergrund sehr, sehr viel. Man kann nicht auf alles eingehen, weil sonst haben wir da jetzt, also wird das wirklich stundenlang und wir würden die Bücher komplett nacherzählen. Genau. Also ein bisschen Leserschaft müssen wir den Leuten schon lassen, wenn sie es interessiert. Ja. Ne? Ja. Interessant ist halt nur, und das ist schon mal das hin für die Zukunft, Vos Dragoner haben sich bis zu diesem Zeitpunkt noch komplett aus den Clankriegen rausgehalten. Genau. Praktisch nicht in Erscheinung. Und das ist halt interessant, weil sie die beste Söldneneinheit und auch eine der besten Einheiten in der Sphäre überhaupt ist. Und sie nimmt anfangs nicht an den Clankriegen teil. Und was man schon sagen muss, was zu der Zeit dann manchen vielleicht schon aufgefallen ist, ja, in der inneren Sphäre, wo sich zumindest Gerüchte tummeln, dass die Wolfsdragoner nicht nur Technologie, die quasi in diesem Helmchor gefunden worden ist, haben es natürlich mitbekommen vom Hanse Davion, ja, und Mechs gekauft, die quasi neu und auf dieser Technologie basiert haben. Aber sie haben scheinbar auch wirklich Mechs irgendwie ganz komisch ausgerüstet mit
Technologie, wo man eigentlich gedacht hat, naja, das gehört eigentlich zur Sternenbundzeit und verloren gegangen. Ne? Mhm. Also sie haben plötzlich Mechs ins Feld geführt, die ja, ganz komisch ausgesehen haben. Sagen wir mal so. Ja. Und bei der Konferenz sind sie ja dann auch. Nein, komm, nicht zu viel vorgreifen. Genau, da ja, das machen wir jetzt gleich die zweite Stunde. Machen wir jetzt mal Ende. Okay, dann danke an euch beide für die Zeit, für die Expertise. Danke an alle Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Ciao. Inspection successful. Well, everybody, this podcast has been terminated. But rest the shoot. The BattleTech podcast will be back. Shutting down.